Peter. Danke sehr. Die Heute-Show. Na, das war ja heute mal ein echter Dreckstag für unseren Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Ne, ich meine, überleg mal, da bist du geistig schon im Wochenende. Ne, denkst dir, ah, morgen schön shoppen bei Vielmann. Ne, und dann musst du an so einem Tag vor die Weltpresse und zugeben, der Dieselskandal ist noch viel schlimmer als bisher behauptet. Von wegen, nur VW hat beschissen. Welche Marken sind denn jetzt betroffen? Das betrifft die Hersteller Audi, Mercedes, Opel, Porsche sowie Volkswagen. Alfa Romeo, es gibt Chevrolet, es gibt Dacia, es gibt Fiat, es gibt Hyundai, Jaguar, Jeep, Land Rover, Nissan, Suzuki. Also kurz Autos. Alle Autos. Mit unterschiedlichsten Tricks ist da manipuliert worden bei den Abgaswerten seit Jahren. Experten und zwar auch der Bundesregierung wussten das seit Jahren. Und seit dieser Woche ist ja auch klar, US-Kunden, also die Amerikaner, kriegen jeder 5000 Dollar Entschädigung. Deutsche Kunden kriegen eine Rückrufaktion und diesen Becherhalter, meine Damen und Herren. Ne? Gut. Das kann man nicht vergleichen. Ne? Die Amerikaner haben eine Regierung, wir haben Alexander Dobrindt. Mehr dazu wahrscheinlich nächste Woche. Jetzt aber zur Chefin, Freunde. Angela Merkel reist morgen endlich wieder in ihr Lieblingsland, ja, in die Türkei. Um dem Erdogan mal ganz unmissverständlich zu sagen, merci, dass es dich gibt. Du bist der hellste Stern an meinem Horizont. Ja, und komm. Das ist ja auch das Mindeste, wenn der erledigt für uns die Drecksarbeit an der syrischen Grenze, die sie morgen besucht. Und eins muss man Frau Merkel ja lassen. Beim ganzen Thema Flüchtlinge in der EU ist sie inzwischen aber voll im Stoff. Ich habe mir jetzt mal eine Landkarte farblich machen lassen, in der Schengen-Raum sozusagen eine Farbe hat und dann die Nachbarländer eine andere Farbe. Und dann sehen Sie, dass Europa gesegnet ist mit vielen Nachbarn. Es beginnt mit Grönland, hinter Island und Norwegen. Naja, es ist spannend. Es ist so spannend. Es ist so spannend. Was kommt hinter Island? Ne? Aber ich meine, schön zu wissen, dass sie da im Kanzleramt sitzt und sich Landkartenbunt anmalen lässt. Ist wahrscheinlich nicht verkehrt, denn ich sag mal so, Erdkunde ist ja offensichtlich nicht so ihrs. Hier soll Berlin sein, ne? Oder? Da ist Berlin. Oh, was ist denn das hier? Russland. Was? Russland. Russland, kommen so viele her? Sie ist halt nicht so oft in diesem Berlin. Ne? Blöd nur, dass ihre Freunde die Türken kurz vor dem Besuch der Kanzlerin einem ARD-Journalisten die Einreise verweigert haben. Diese Woche, weil der, keine Ahnung, Journalist ist und mit Kurden redet. Die haben den Mann 12 Stunden am Flughafen in Istanbul eingesperrt. Aber da hat die Merkel den Recep doch hoffentlich mal richtig auf DIN A4 gefaltet. Beziehungsweise Döner 4. Ich verlange, dass unsere Kanzlerin auf den Tisch haut. Insofern verfolgen wir das und sehen natürlich das auch mit gewisser Sorge. Ich bin so sauer, ich raste gleich voll aus. Ja klar, wenn du deutsche Journalisten schlecht behandelst, dann wird die Merkel echt zum Hulk, das ist bekannt. Zum Hulk, wow. Ne? Sie verfolgt also, ich zitiere, mit gewisser Sorge, was da in der Türkei passiert. Hör ich da doch eine leise Enttäuschung bei der Frau? Ein gebrochenes Herz. Das klingt für mich so ein bisschen wie die neue Foto-Love-Story aus der Bravo, oder? Angela macht sich gewisse Sorgen. Angie kam ein furchtbarer Verdacht. Sollte der Recep doch nicht der süße Boy sein, für den sie ihn immer gehalten hat? Damals im Zeltlager, dieser magische Sommer, sein Schnurrbart hatte immer so schön gekitzelt. Und jetzt hat er wirklich einen deutschen Journalisten einfach rausgeschmissen? Voll fies. Konnte Angie dem Recep jemals wieder vertrauen? Und noch viel wichtiger, hatte er vielleicht doch eine andere? Scheiße. So ein Scheiß kaufe ich nie wieder. Ja. Wir zahlen als Bundesrepublik Deutschland neuerdings wirklich jeden Preis, um uns die Flüchtlinge vom Hals zu halten. Da darfst du vor nichts fies sein. Hier, Sigmar Gabriel war gerade in Ägypten, ja, um dem diensthabenden Diktator al-Sisi deutsche Windräder anzudrehen.
Über 40.000 Oppositionelle sitzen bei dem in Ägypten im Knast. Manchmal werden Hunderte gleichzeitig zum Tode verurteilt. Was sagt man, wenn man bei so einem zu Besuch ist? Ich finde, Sie haben einen beeindruckenden Präsidenten. Okay, den habe ich nicht kommen sehen. Ja, Sisi beeindruckend. Sigi findet also quasi Sisi top, meine Damen und Herren. Kinder, das ist so eine Band, die eure Großeltern früher gehört haben. Ist nicht so wichtig. Ne? Sisi. Sisi heißt übrigens auch die ägyptische Variante von Siri auf dem Smartphone. Warte mal. Sisi, was sind Menschenrechte? Geh dich einen Scheißdreck an, du Missgeburt. Ach so. War doch nur eine Frage. Ja. Skrupel waren gestern in unserer Außenpolitik. Die EU will jetzt sogar Flüchtlinge nach Libyen zurückschicken. Also in ein totales Schlachtfeld. Das ist unfassbar. Wir machen gerade mehr oder weniger heimlich dreckige Deals mit den schlimmsten Regimen Afrikas. Beispiel Sudan. Die EU denkt über Einreiseerleichterungen für sudanesische Diplomaten nach. Dabei wird er hier, Präsident Omar al-Bashir, vom Internationalen Strafgerichtshof unter anderem wegen Völkermords gesucht. Ja, aber er hat echt ein süßes Lächeln. Ja, wenn man jetzt nicht mal mehr mit Völkermördern verhandeln darf, dann weiß ich auch nicht. Die EU will dem Schnucke hier anbieten, den Sudan von der Liste der Terrorstaaten zu streichen, nur wenn er Flüchtlinge zurücknimmt. Ne? Wir ziehen das jetzt durch, genau wie bei der Balkanroute. Da freut sich unser Innenminister ja auch wie Bolle, dass die Balkanroute erledigt ist. Und Einvernehmen besteht auch, dass die Balkanroute erledigt bleiben soll. Deswegen Ende gut, alles gut. Ende gut, alles gut. Ja, also jetzt nicht für die Flüchtlinge, aber für uns halt. Ne? Gut, man könnte jetzt sagen, wir machen uns ja abhängig von schlimmen Diktatoren. Oder man fragt, was können wir von solchen Diktatoren vielleicht auch lernen? Was machen die besser als wir? Gute Frage, findet Dietmar Wischmeier. Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Wenn es Frühling wird in Deutschland, dann zieht es die heimischen Politiker wieder raus in die Ferne. Dorthin, wo die bösen Buben wohnen. In die Türkei, nach Ägypten oder in den malerischen Sudan. Da kann man sich so wunderbar gruseln, wenn man die blutgetränkte Pranke des örtlichen Autokraten schüttelt. Nach dem Dinner hustet man noch irgendwas von Menschenrechten in die Damastserviette und dann werden die Schecks unterschrieben. Unsere Politiker sind doch in Wirklichkeit neidisch, weil der Despot jederzeit sagen darf, was ihm durch die Rübe rauscht. Die völlige Gleichstellung von Mann und Frau ist gegen die Natur. Die Geschlechter sind so unterschiedlich. Siehste, da muss erst ein Türke kommen, um uns an die einfachen Wahrheiten aus dem Biounterricht zu erinnern. Natürlich muss die Merkel dem Erdogan die Aldi-Tüte hinterhertragen. Sie ist eine Frau, um Himmels Willen. Sie braucht ihn als Migrantenbremse, er sie als Witzfigur. Klassische Win-Win-Situation. Herzlich willkommen beim Frühlingsfest der Autokraten. Manche kommen jetzt sogar zu uns. Hier, Viktor Orban diese Woche mit dem ollen Tankstellenblumenstrauß in Oggersheim. Da hat er sich Tipps geholt beim berühmten Diktator aus den 80er Jahren. Um uns herum sprießen die Autokratien aus dem Boden wie Pilze aus der Polyacrylsocke. Kein Wunder, der Despot lebt seinen Traum. Der muss sich nicht rumschlagen mit freier Presse, Opposition und dieser ganzen Ponyhof-Scheiße. Demokratie ist so 2015. Und der Erfolg der AfD beweist, auch wir Deutschen sehen uns heimlich nach einer Welt, in der der Staat wieder alles regelt, wie Nordkorea. Deswegen hängen bei jedem Friseur in Pyongyang Abbildungen der wenigen für Frauen zugelassenen Haarschnitte. Im Fernsehen wurden die noch strengeren Vorschriften für Männerfrisuren bekannt gegeben. Lange Haare behindern das Denken. So sieht's nämlich aus. Lange Haare behindern das Denken. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Na bitte, einfach die Doppelspitzen etwas nachschneiden und schon wird Mensch draus. Das ist die Zukunft. Weitermachen. Wischmeiers Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Dietmar Wischmeier, meine Damen und Herren. So, liebe Zuschauer, wir kommen nun zum 100. AfD-Bashing in der Heute-Show. Und aus diesem feierlichen Anlass hören wir jetzt die deutsche Nationalhymne, gesungen vom AfD-Vorstand Saarland. Gott stehe uns allen bei. Jesus, wir sind der Welt, wir sind der Deutsche, das Vater.
Danke! Was hat das mit Glück zu tun? Sie hörten das akustische Äquivalent zum Verbrennen der deutschen Fahne, meine Damen und Herren. So, jetzt aber... Jetzt aber die gute Nachricht. Ne? Jetzt die gute Nachricht. Die AfD hat ein neues Aufregerthema gefunden. Ja, von den Machern von Die Flüchtlinge fressen uns die Haare vom Kopf kommt jetzt, der Islam ist gar keine Religion, sondern eine politische Ideologie. Deswegen vergessen wir einfach mal die lästige Religionsfreiheit im Grundgesetz und sagen, Minarette und Muezzine gehören ab sofort verboten. Wir sind der Ansicht, dass das für die individuelle Religionsausübung nicht erforderlich ist. Für die persönliche individuelle Ausübung des Glaubens sind Minarett und Muezzinruf nicht erforderlich. Ja, braucht kein Mensch diese blöden Minarette. Jetzt mal ehrlich, Minarette. Gilt übrigens auch... gilt in der Konsequenz übrigens auch für andere Religionen in einem säkularen Land. Ne? Frage mich immer, müssen Kirchen oben immer so spitz zulaufen? Das nervt mich total. Oder hier, wie heißt noch mal dieses Blöde bei den Christen, dieses Waterboarding von Säuglingen? Taufe! Ne? Das braucht man doch gar nicht für die Ausübung der Religion. Ne? Verstehen Sie, was die von Storch, die Störchin, uns da sagen will? Ne? Im AfD-Deutschland dürfen sie zwar noch Muslim sein, aber man darf es nicht merken. Ne? Deswegen jetzt nicht im Heute-Show-Fanshop, statt der herkömmlichen Burka, diese schicke Tarnburka, mit der sie aussehen wie eine ganz normale deutsche Frau. Ja. Ja, Freunde, Sie sind zu Recht begeistert. Und das ist ja noch nicht alles. Liebe Muslima, testen Sie jetzt unser neues Deodorant mit der typisch deutschen Duftnote Sauerkraut. Mmh. Und für Sauna-Fans, die nicht als Muslim erkannt werden wollen, die praktische Weißwurst-Vorhaut zum Überstreifen. Endlich Muslim sein, ohne dass es einer merkt. Plus, ich muss bekloppt sein, der nagelneue AfD-Autoaufkleber. Ich bremse nur für Christen. Ja. Alles nicht im Heute-Show-Fanshop. Ja. Aber den üblichen Aufregungszyklus nach ihrem Islamvorstoß hat die AfD-Führung natürlich genau so geplant. Strategisch geplant, getreu dem alten Petri-Motto, erst provozieren, dann differenzieren. Erstmal einen raussauen und hoffen, dass man nicht durch kleine Versprecher verrät, wie man wirklich denkt. Die Menschen haben große Sorgen und es gibt auch bei uns inzwischen schon Stadtteile, wo es schwierig ist, als Frau oder selbst als Mensch, als Mann. Na bitte, er hat ja recht. Er hat ja recht, in manchen Stadtteilen nicht nur Frauen fühlen sich da bedroht, auch Menschen. Ne? Und sowas wie ihre pauschale Islamkritik, das machen die ja nicht mal aus Überzeugung. Ich sag mal, wenn das wenigstens ehrliche Rassisten wären, für eine Handvoll Aufmerksamkeit wird da rumgeblökt, es gibt gar keinen gemäßigten Islam, das sind alles Bombenleger. Ne? Umso peinlicher für die anderen Parteien, dass sie damit solche Erfolge feiern. Ne? Zweistellige Umfragewerte, immer noch zweistellige für Schnapsideen von Bernd Höcke. Wir wollen die deutsche Sprache als Landessprache in unserer Verfassung verankern. Ja. Deutsche sollen in Deutschland Deutsch sprechen. Bring mir was zu trinken, mein Gehirn wird wach. Der Bernd. Immer noch ein wirklich begnadeter Redner, das muss man ja sagen. Ne? Schade, dass man so wahnsinnig wenig weiß über den privaten Bernd Höcke. Und ganz besonders danken möchte ich auch dem Mann an meiner Seite. Ach, guck mal an. Tja, Ladies, damit müsst ihr jetzt leben. Ne? In genau einer Woche beginnt der AfD-Programmparteitag in Stuttgart, also im Grunde die Reichsprogrammnacht. Und ja. Der fertige Programmentwurf liegt ja vor inzwischen und den, das kann ich nur jedem empfehlen, den sollten Sie sich mal lieber ganz genau durchlesen. Denn alles, was hier drin steht, wird demnächst an deutschen Schulen gelehrt als Stand der Forschung. Also wenn die AfD nächstes Jahr den Bundeskanzler stellt, ne? Dann können wir uns auf solche Unterrichtsfilme hier freuen. Hallo Kinder. Mein Name ist Ulrich von Hesen vom Frauke-Petri-Institut für ausgedachte Wissenschaft. Lektion 1.
Den Klimawandel, den gibt's gar nicht. Und CO2 ist was Gutes. Im AfD-Programm heißt es, die deutsche Regierung unterschlägt die positive Wirkung des CO2 auf das Pflanzenwachstum. Also schreibt euch das auf, Kinder. Eine deutsche Pflanze macht einfach nicht mit beim Klimawandel. Während ausländische Gewächse wie die faule Kümmelpalme schlaff herumhängen, wächst die deutsche Eiche stramm himmelwärts und labt sich am guten CO2 aus unseren Schloten. So, außerdem haben jetzt unsere tüchtigen AfD-Forscher herausgefunden, Deutschland muss dringend aufgerüstet werden und viel mehr Geld für die Bundeswehr ausgeben, damit, Zitat, uns die internationale Staatengemeinschaft wieder als gleichberechtigten Partner wahrnimmt. Das ist ja logisch. Deutschland war immer dann am beliebtesten, wenn es über eine schlagkräftige Armee verfügt. Ja, wirklich. Fragt mal euren Geschichtslehrer. Außerdem, freie Fahrt für freie Deutsche. Die AfD sagt, kein Tempolimit auf Autobahnen, 100 Stundenkilometer auf Landstraßen und 50 innerorts jederzeit. Das heißt, Kinder, alle Autos müssen immer mindestens 50 fahren. Auch auf Spielstraßen? Ich habe gesagt, immer. Okay. Tempolimit gefährdet Leben. Also lasst euch von euren linksgrün versifften Eltern nichts anderes einreden. Je schneller man fährt, desto sicherer. Ulrich von Hesen. Vom Frauke-Petri-Institut. So Leute, ich merke gerade, die Stimmung ist mir hier viel zu gut. Lassen Sie uns mal über Alleinerziehende reden. Allein Kinder großziehen ist nämlich, wie man jetzt rausgefunden hat, das Armutsrisiko Nummer 1 in Deutschland. Noch vor Riester-Rente abschließen. Ja. 40% der Alleinerziehenden leben von Hartz IV. Und das betrifft natürlich vor allem, wie heißen die noch, die eh nicht so gut rechnen können? Frauen! Die finanzielle Situation ist für alleinerziehende Frauen wesentlich dramatischer. Also Armut ist ohnehin weiblich. Ja klar. Deswegen heißt es ja die Armut und nicht der Armut. In 9 von 10 Fällen sind Frauen die Alleinerziehenden. Und für die kommt es jetzt noch dicker. Denn der Bundestag verabschiedet demnächst eine Vereinfachung der Hartz-IV-Gesetze. Und diese Vereinfachung sieht vor, für jeden Tag, den das Kind beim Vater verbringt, der längst mit dem 23-jährigen Nachfolgemodell zusammenlebt, bekommt die Mutter ca. 10 Euro Stütze abgezogen. Da wüsste ich aber gern, was unsere Familienministerin dazu sagt. Ich persönlich habe mich für die Ehe entschieden und bin damit glücklich. Glückwunsch, wenigstens eine. Ne? Ja. Für Verheiratete gibt es bei uns Ehegattensplitting, Familien werden gefördert, aber den ohnehin armen Alleinerziehenden ziehen sie jetzt sogar noch was ab. Da müssen sich doch zumindest die Frauen in Deutschland furchtbar aufregen. Die sind selber schuld, wenn sie nicht geheiratet sind und haben Kinder dann. Nicht der Mann, der kümmert sich da nicht, dann haben sie Alleinerziehende. Die müssen selber aufkommen für Kinder. Was? Die sind selber schuld, der Erschlampen! Weil sie den Mann nicht haben halten können. Ne? Ja. Ja, hättest du ihm das Sky-Abo erlaubt, wäre er noch da. Ne? Das ist wirklich. Ist ja gar nicht lustig. Ja. Was soll das für eine Vereinfachung sein? Also wirklich ein totaler Schwachsinn, diese Reform. Wie soll das denn in der Praxis funktionieren? Da muss man ja genau ausrechnen, wie lange war das Kind beim Vater, wie lange bei der Mutter, ein bürokratischer Albtraum. Wahrscheinlich kommt bald ein Gesetz, dass alle Alleinerziehenden eine Stechuhr für ihr Kind zu Hause haben müssen, damit man da nicht mehr bescheißen kann. Und dann muss das Kind natürlich noch die Bewirtungsbelege selber zum Amt bringen, ist ja klar. Ne? Wirklich eine super Vereinfachung. So fördert der Gesetzgeber bald, dass Väter ihre Kinder noch seltener sehen, weil die Mutter es sich gar nicht mehr leisten kann, die abzugeben. Alleinerziehende in der Armutsfalle. Aber wer ist schuld? Das klären wir jetzt in Vorsicht Falle mit Albrecht Humboldt. Guten Abend. Guten Abend. Die Kriminalpolizei warnt vor einer besonders dreisten Masche, mit der überwiegend ahnungslose Frauen abgezockt werden. Die Täter sind in der Regel sehr klein, inkontinent und völlig skrupellos. Experten sprechen hier von sogenannten
Kindern. Und bitte lassen Sie sich nicht von der extremen Niedlichkeit täuschen. Wer sich sowas hier ins Haus holt, darf sich über Altersarmut nicht beklagen. Da können Sie auch drei Penner oder einen Hütchenspieler bei sich wohnen lassen. Die kosten weniger und riechen besser. Bitte? Albrecht, Sie wollen doch jetzt nicht ernsthaft behaupten, die Kinder sind schuld. Ja, wer denn sonst? Denn das wissen viele nicht. Die meisten deutschen Kinder arbeiten ja nicht mal. Zu faul für alles. Hier. Mama macht sich zur Tanzwurst und der feine Herr steht rum wie Graf Koks. Alleinerziehende Frauen mit zwei Kindern geben fast die Hälfte ihrer Konsumausgaben nur für die Blagen aus. Wenn sie überhaupt mal wieder arbeiten, kriegen sie meist nur schlechte Jobs. Und im Alter haben sie dann im Schnitt 58% weniger Rente als Männer. Diese Betroffene sagt völlig zu Recht: Ich weiß, was es bedeutet, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein. Das ist traurig. Traurig, ja. Sehr traurig. Sehr traurig. Diese Rentnerin kann sich das Leben in Deutschland gar nicht mehr leisten und musste nach Brüssel ziehen. Ist ja furchtbar. Ja. Albrecht, ich wusste das gar nicht, wie gefährlich Kinder sind. Brandgefährlich. Oliver, deswegen raten wir alleinstehenden Frauen immer wieder: Erwarten Sie nichts vom deutschen Staat. Er wird Ihnen nicht helfen. Eine Mutter ohne Ehemann ist in diesem Land nichts wert. Ja, aber was sollen die Frauen denn machen? Ja, schwierig, Oliver. Eine Möglichkeit ist wahrscheinlich, da ist sich die Forschung noch nicht ganz einig, komplett auf eine Tätigkeit zu verzichten, die wir Kriminologen Geschlechtsverkehr nennen. Was? Ja, dabei führt der Mann sein erigiertes Gelenk. Ja, ich weiß, was Geschlechtsverkehr ist. Das ist ein verdammt teurer Spaß. Hier, aktuelle Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Ein Kind kostet bis zu seinem 18. Geburtstag im Schnitt 126.000 Euro. Das ist dieser Porsche Carrera mit Ledersitzen und Keramikbremsen. Das ist ein Albtraum. Ich habe zwei Kinder. Wie viel ist das denn? Das sind zwei Porsche Carrera. Moment, wo gehen Sie denn hin? Ich lasse mich kastrieren. Warten Sie, ich komme mit! Albrecht Humboldt! Wenn wir es beide machen lassen, ist es vielleicht billiger. So. Haben Sie wahrscheinlich verfolgt, Barack Obama ist heute in London, um der Queen zum 90. zu gratulieren. Toll, ja, der Geburtstag war eigentlich gestern, aber ob die das mitkriegt, nur Spaß. Die Frau ist natürlich topfit. 90 Jahre, damit ist sie jetzt exakt so alt wie der durchschnittliche ZDF-Zuschauer. Herzlichen Glückwunsch, auch von mir. Na wirklich jetzt, na komm, warum nicht? Da kann man schon mal klatschen. Ich mag die Queen, wirklich. Gestern zum Jubiläum hat sie wieder ihr übliches Geburtstagsritual zelebriert und vor dem Buckingham Palace einen schottischen Ketzer verbrannt. Altes Ritual. Toller Beruf, oder? Toller Beruf. Queen! Was macht man da sonst so den lieben langen Tag? Wir erkennen harte Arbeit, ja, ja, Staatsoberhaupt sein, Königin sein, ist noch echte Handarbeit. Klar, sich so eine Royal Family zu halten, ist jetzt für den britischen Steuerzahler kein Schnäppchen im engeren Sinne, aber muss man zugeben, macht natürlich in der Außendarstellung schon was her. Das sehen viele Briten so und huldigen ihrer Königin, so wie dieser Autoteilehersteller, ein 3 Meter hohes Porträt aus Ersatzteilen. Ja und? Unser Bundespräsident besteht auch nur noch aus Ersatzteilen, also der echte Gauk, meine ich jetzt. Übrigens ist Obama nicht zuletzt in England, um die Briten vom Brexit abzuhalten.
Denn aktuell gibt es ja da ein wirklich ein echtes und hochspannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gegnern und Befürwortern des EU-Austritts. Aber es wäre womöglich ein wirtschaftliches Desaster. Das glaube ich nicht. Ich wüsste nicht, warum. Wenn wir die besten Produkte in der Welt produzieren, dann werden diese auch andere Länder weiterhin kaufen wollen. Genau, die weltbesten Produkte. Wann fangt ihr denn an, die herzustellen? Ach ja, die Engländer. Sie werden mir fehlen, ganz ehrlich. Ne? Der Brexit-Wahlkampf läuft jedenfalls auf Hochtouren mit total aufwendig produzierten TV-Spots. Hier, so zum Beispiel werben gerade die EU-Hater für den Austritt. Jede Woche schickt Großbritannien 350 Millionen Pfund Steuergelder an die EU. Das sind die Kosten eines brandneuen, vollständig ausgestatteten Krankenhauses. Und 60 Mal so viel Geld, wie wir für Krebsmedikamente ausgeben. Stimm für den Austritt. Lass uns Geld sparen. Wenn Sie für Europa stimmen, kriegen alle Engländer Krebs. Was ist das denn für eine fiese Angstkampagne? Voll der Psychoterror. Ich finde, das kann die EU so nicht stehen lassen. Jedes Jahr bekommt ihr Briten von der EU auf eure Zahlungen rund 4 Milliarden Euro Britenrabatt. Einfach, weil ihr das so wollt. 4 Milliarden. Das ist mehr, als eure gammelige Insel überhaupt wert ist. Klar habt ihr kein Geld mehr für Krankenhäuser, weil ihr den Großteil eurer Kohle 2012 für diese geisteskranke Olympiaeröffnung rausgeblasen habt. Und den Rest habt ihr versoffen. Also hört auf zu heulen. Schöne Grüße und get the fuck out, eure EU. Ich finde, die sollen bleiben. Wir können uns doch nicht mit Griechen und Spanien alleine lassen. Ne? Am 23. Juni wissen wir mehr, dann fällt die Entscheidung. Ich sag mal, wenn wir die Briten vorher bei der EM traditionsgemäß im Elfmeterschießen nach Hause schicken, dann hauen die eh in den Sack. Ich begrüße unseren Society-Experten, sozusagen die Sibylle Weichenberg der Heute-Show. Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Olaf, muss man die Engländer nicht wirklich beneiden um ihre Queen? Kann man, ja. Also ist er jetzt 90 geworden, das ist wirklich spektakulär. Und es ist ja auch kein Ende in Sicht, ne? Also, ist ja auch verständlich. Ich meine, lieber ein Edelstein in der Krone als ein Grabstein auf der Brust. Ne? Also sie ist ja wirklich, hat null Bock auf Humus. Also sie ist wirklich geistig rege und obendrein, also sportlich, fit. Ne? Das ist ja ihr Motto, Turne in die Urne. Und da ist die deutsche Aristokratie natürlich weit entfernt. Ne? In der Krise regelrecht. Der Kaiser, Kaiser Franz, Korruptionsverdacht. Und der andere hier, der Jürgen, der König von Mallorca, ne? Wird langsam debil. Also, aber du würdest insgesamt sagen, Monarchie ist als Regierungsform schon noch, sagen wir mal, zeitgemäß. Ja, unbedingt, natürlich. Ich meine, das sind ja Fachkräfte, ne? Die deutschen, also die europäischen Königshäuser zumindest, das sind ja wirklich, also das sind ja Spezialisten, ne? Die wurden ja über Jahrhunderte hochgezüchtet, ne? Also durch konsequenten Inzest und jedes Mädchen träumt doch, dass der Prinz kommt, ne? Auf dem weißen Pferd. Und wenn es den nicht mehr gibt, wer kommt denn dann? Ne? Da kommt der Klempner mit dem Opel Corsa. Ja. Also. Nee. Ja. Und wenn du Pech hast, ist es noch ein Diesel. Ne? Und wenn wir jetzt mal einfach den direkten Vergleich der Staatsoberhäupter wagen würden, also unser Jockel Gauck gegen die Queen, wo siehst du da, wen siehst du vorne? Also jetzt vom Glamour-Faktor. So. Ja. Also die Queen hat bessere Zähne, muss man wirklich sagen. Ja. Der Gauck, der wirkt immer so ein bisschen ungewaschen, sag ich mal. Ne? Aber ich glaube, das wäre ungerecht, das zu vergleichen. Ich meine, der Gauck ist ja gerade, der ist 5 Jahre im Dienst. Mhm. Ne? Die Zeit in der DDR kann man ja auch nicht unbedingt mitrechnen. Und die Queen, das ist ein Urgestein. Ne? Ich meine, die kannte Napoleon noch persönlich. Ne? Die hat mit Luther gefrühstückt, die hat Saurier gestreichelt. Also,
Das einzige Staatsoberhaupt, was der Queen, also die auch so einen langen Bart hat, ist Fidel Castro, ne? Ja. Im Grunde ja. Ja, die Engländer werden ja bei so einem wichtigen Thema wie Brexit ja oder nein gefragt. Sollte man die deutschen Bürger nicht bei so wichtigen Sachen auch mal fragen? Natürlich. Also ich würde immer die Bevölkerung fragen. Ne? Und dann das Gegenteil machen. Ne? Klar. Also du kannst das Volk natürlich nicht entscheiden lassen. Ne? Ich meine, sieh dir an. Ne? Also. Nicht persönlich gemacht. Nein. Aber ich meine, die sind ja bei den einfachsten Sachen überfuttert. Jetzt frag mal, wie alt die sind. Ne? Da sagt jeder was anderes. So, also. Und das ist ja noch eine Elite. Schau mal ins Internet. Also, wer da rumsitzt. Ja. Ja. Also das ist, ich meine, bei den Briten ist was anderes. Ne? Die haben eine Queen, wir haben eine Mutti und die sagt, was gemacht wird. Bums. So sieht's aus. Was müsste man tun, um die Engländer vielleicht doch noch zum Bleiben in der EU zu bewegen? Also womit man Briten immer eine Freude macht, ist zum Beispiel ein schlechtes Essen. Ne? So. Aber ich stelle jetzt mal eine rhetorische Gegenfrage. Ich meine, müssen wir denn immer das machen, was die Briten wollen? So, ich meine, ne, wir haben die schon zwei Kriege gewinnen lassen. Also wenn ich das in Sachsen sage, wird sich gefreut. Ja. Die sind so ein bisschen retro. Also man muss wirklich feststellen, die Briten sind einfach stehen geblieben. Ne? Ich meine, die gehen noch auf Fuchsjagd. Ne? Das mache ich mit dem Autofahren nebenbei. Also wozu brauchen wir noch die Briten? Ne? Ich meine, jeder Deutsche spricht mittlerweile besser Englisch als die Briten selber. Also lassen wir sie ziehen und dann machen wir eine eigene EU. Machen wir eine deutsche EU, ne? Mit Lettland, mit den Griechen vielleicht noch. Also und wenn die Türken wieder Lust haben, ne, dann gründen wir die Vereinigten Europäischen Emirate. Das ist meine Vision. Klingt vernünftig. Olaf Schubert, meine Damen und Herren, vielen Dank. Olaf Schubert und seine Vision für Europa. So. Hurra! Deutschland hat endlich ein eigenes Integrationsgesetz. Endlich. Ne? Da steht drin, ganz genau drin, was dem zu integrierenden Ausländer alles gestrichen wird, wenn er es an der gebotenen Integrationsfreudigkeit fehlen lässt. Große Leistung der GroKo finden die Beteiligten übrigens selber auch. Das war ein guter Abend gestern. Ich möchte mich sowieso bei allen drei anwesenden Ministern bedanken. Ich danke ausdrücklich auch dem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der heute nicht da ist. Ich will aber schon der Bundeskanzlerin danken. Soll ich dir auch danken? Auch. Ja. Ja, im Integrationsgesetz steht unter anderem, dass sich die Flüchtlinge ihren Wohnsitz nicht mehr selber aussuchen dürfen, um der Ghettobildung vorzubeugen. Ist ja auch vernünftig. Es ist nämlich tatsächlich ein Riesenunterschied, ob man versucht, jemanden in Düsseldorf zu integrieren oder, sagen wir aus Spaß mal, in Duisburg. Ne? Ralf Kabelka wollte wissen, wo es schlimmer ist. Wenn es irgendein Label gibt, das man als Stadt auf jeden Fall vermeiden will, dann wahrscheinlich als No-Go-Area zu gelten, also als Gefahrenzone. Marxloh hat es jetzt getroffen, der Stadtteil von Duisburg soll eine No-Go-Area sein. Und deswegen fahre ich mit unserem Integrationsbus mal zum Wochenmarkt. Jetzt sagt ja die Kanzlerin, jetzt gibt es eine Integrationsgesetzgebung, jetzt wird sowieso alles besser, weil die müssen jetzt die Schulbank drücken und müssen dann ein paar Aufgaben lösen und dann ist alles Paletti. Nennen Sie mir drei typische deutsche Eigenschaften außer pünktlich, fleißig, sexy. Ja, alle drei kann ich nur bestätigen. Stehst du voll hinter. Ja. Wie geht die Nationalhymne los? Deutschland, Deutschland, über alles. Wenn ich hier durch die Straße gehe, höre ich überhaupt kein Deutsch, nur noch Ausländisch. Wer zum Beispiel ist dieser Minister? Oder ist das ein Minister? Nein, das ist unser Minister Erdogan. Starker Mann. Ja. Nennen Sie mir drei typische deutsche Eigenschaften abseits von Ordnung, Fleiß und sexy sein. Frau Merkel. Frau Merkel ist die größte. Oder meinen Sie mit ordentlich, fleißig und sexy Frau Merkel? Ja. Ja. Wie heißt der Bundesminister für Satire hier in Deutschland? Minister? Bundesminister für Satire. Yes oder früher? Jetzt. Früher war es ja der Goebbels, aber jetzt? Gestern Frau. Und da müssen Sie mal sehen, wie Sie die Frauen hier in Deutschland behandeln oder Ihre eigenen Frauen behandeln. Die hat da nichts zu melden. Also Sie lassen Ihre Frau ruhig machen? Die lasse ich machen, wenn ich damit einverstanden bin, ja.
Meine investigative Recherche muss weitergehen. Nächste Station Düsseldorf, die Kö. Ein Samstagnachmittag in Düsseldorf ist natürlich eine feine Sache, ne? Kann man sagen, ja. Naja gut, aber wenn man es sich leisten kann, sage ich mir immer, ja, ne? Ist relativ. Eben. Was sollte man diesen Schülern so gesehen, die ja jetzt demnächst in diesen sogenannten Integrationsklassen dann Unterricht bekommen? Also es geht um junge Leute. Es geht um junge Leute, um junge, aber auch Integrationsleute, ja. Was man denen beibringen sollte, dass man sich das erstmal hart erarbeiten muss, bevor man das Geld ausgibt. Dann sagen Sie mal den Zuschauern, wie man das schafft. Ja, durch Fleiß und Arbeit, ne? Auf legalen Wege? Ja, natürlich. Was denn? Table Dance? Table Dance. Lebensqualität kommt ja nicht vom Himmel. Ja. Das muss man ja lernen. Ich mache genau wie Existenz. Ja. Wir haben bei uns hier gelbe, grüne, braune Tonne. Das kennt der Flüchtling ja so. Das ist alles diese Ordnung anpassen, denn das gehört da nicht einfach nicht dazu. Da fängt es beim Bombenschmeißen an und dann hört es beim Altglas im Papiercontainer auf. Ja. Was sind das für Zeiten? Leistung kann sich lohnen in Deutschland und von daher gesehen, kommt einfach mal vorbei. Ja, schönen Tag noch. Ebenso. Ciao. Tschüsschen. Ciao. Sie sagten gerade, dass Sie Friseurunternehmer sind. Wie wichtig ist, um erfolgreich zu sein in Deutschland, auch das Aussehen, das Äußere? Wir sagen immer so 5 Produkte, wenn es um Haare, um schöne Haare geht, braucht eigentlich jeder. Ja. Also das kann sich der Flüchtling so gesehen dann auch schon mal merken. Also 5 Produkte sollten es schon sein. Fängt mit Shampoo an, Conditioner. Conditioner, ja. Im Grunde genommen ein Festiger. Ja. Tiefenpflege. Ja. Anschließend noch eine Festigung im Finish von Spray. Also lieber Flüchtling, es ist doch gar nicht so schwer. Man kann es schaffen, wenn man will in Deutschland. Liebe Flüchtlinge, es kommt auf die deutschen Tugenden an. Ordnung, Fleiß und Bescheidenheit. Danke, ciao. Show. Jetzt bitte dranbleiben für Sketch History. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, schönen Abend noch.